Moin moin, und da sind wir auch schon wieder zurück. So, Vista. Vista, Vista. Hasta la Vista. Ach, ja, das ist ja ganz in der Nähe. Das ist ja... Das war ja einfach. Ja, ja. Ah, das ist dieser Sprungrätselturm, oder? Den du erwähnt hattest? Ja, ja, das ist jetzt eh die Frage. Story oder Sprungrätsel? Also Instanz oder Sprungrätsel? Na, Story, wa? Sprungrätsel machen wir dann zum Schluss, würde ich sagen. Ja, mir egal, du. Ja, können wir machen. Auf dem Weg nehmen wir an Sehenswürdigkeiten und so weiter das mit, was wir finden. Ja, hier ist ja nicht mehr viel. Also... Wenn du mal auf die Karte guckst, was er dir anzeigt, wie viel Sehenswürdigkeiten gibt's denn noch? Mhm. Moment. Mhm. So, was habe ich denn noch? Okay, an Sehenswürdigkeiten habe ich tatsächlich noch einiges. Ja, da habe ich 8 von 17. Okay. Gut, jetzt sind 5 von 5, 4 von 4 Aussichtspunkte. Also wir können auch noch Herzen voll machen, ja, und das Glücksspiel noch, ne? Wenn wir denn kurz bevor wir ja... Da wurde ja... Herzen haben wir doch alle, oder nicht? Ne, das neue Herz. Also hier, das eine Herz müssen wir noch voll machen. Zum Anfang. Für was? Melandro. Das hier. Für was denn? Hier ist... Da. Da kannst du ein Glücksspiel machen. Können wir auch so, und am Ende der Story können wir das sowieso. Okay. Hier unten fehlt mir noch eine... Sehenswürdigkeit. Mhm. So. Ja, Wasser sind auch noch auch. 3 oder so. Genau. So, wo sollen wir jetzt eigentlich storymäßig hin? Hier. Dann würde ich sagen, genau. Holen wir uns diesen Sehenswürdigkeiten und mit. Und hier ist auch noch einer, den nehmen wir auch gleich mit. Okay. Also dann den. Und dann Story. Okay. Dann... Folgen wir geschwind. So, verkauft er jetzt vielleicht nochmal was? Ja, verkauft tatsächlich. Ja. Sehr gut. 8 Stück. Ich darf nur eine kaufen, wenn ich das richtig sehe. Du kannst sehen, ob du es hochdrücken kannst. Moment, ich kann mehr kaufen. Ja, 6. Unten am Reiter. Ja. Reiter, sag ich, am Zählding da, neben kaufen. So. Solche Macht. Hier unten ist eine Truhe, genau. Mit was öffnet man die Truhe eigentlich? Mit gar nichts oder was? Mit gar nichts. Oh, das ist ja mal nett. Oh, wir haben ein Stück nach Norden gleich wieder. So, ein bisschen Platz schaffen hier wieder. Solche Macht. Hier diesen, wenn man so auf die Karte guckt, so am Strand praktisch längs einmal diesen Fluss rauf. Ja, im Moment kann ich mich nicht bewegen, warte kurz. Das ist ziemlich interessant, um mal ein bisschen Holz und Omnombeeren und Austern und sowas zu farmen. Also wenn das so, das dauert nicht lang, vielleicht 5 Minuten. Müssen wir für den Aussichtspunkt den eigentlich hier hoch? Ja, müssen wir. Aber orianischer Schößling ist ja auch nicht schlecht.
Oder hier ist noch eine Truhe, die will ich nochmal haben. Ja. Und auch hier die Trüffel und so, die sind alle ganz gut was wert. Oh, der verkauft mir nichts mehr. Aber eigentlich müssen wir doch noch mal unterhalb längs. So, die kann ich ohne Anhalten okay. öffnen. Danke dir, dankeschön. Haha. Fehlt irgendwer? Achso, nee, Sascha. Du stehst direkt in mir, deswegen habe ich dich eben nicht als Punkt gesehen. Habe ich schon. Okay. Hier ist wieder so eine Auster. Hier kriegst du wieder die Perlen. Ja. Mit Lukas. Jo, eine habe ich. Neues Farmgebiet hier, wa? Ja. Ja, ja. Ja, kann man ganz gut farmen. Wirklich ziemlich viel. Und eben auch Zeug, was wert ist. Also im Vergleich mit der Map, die wir heute Nachmittag gemacht haben. Ja. Menschen sind sehr gerne untertan, nicht wahr? Genau wie viele Silber, die immer noch darauf warten, dass der blasse Baum erwacht und uns führt. Schon klar. So, was der nächste? Ach, da oben. Okay. Genau, einfach hier hoch. Man kann da auch hochlaufen oder auf der anderen Seite Hüpfpilz nehmen, wie man möchte. Wir können ja auch laufen, ist ja egal. Jetzt für diese Abschnitte wünsche ich mir das Reittier. Ja, ich glaube nicht, dass du so viel schneller bist. Also, nee. Man kann ja drauf anlegen, wenn du jetzt den Stab mit reinnehmen würdest und dich mit der 3 immer nach vorne schießen würdest und dann noch ein Horn mitnimmst, einfach nur um zu laufen. Glaube ich nicht, dass das so viel ausmacht. Naja, wahrscheinlich schon ein bisschen was. So, wunderbar. Aber den können wir mal fragen, ob er mit uns kämpfen will. Okay. Erstmal die Magie, dann. Nee, will nicht. Warum will er denn nicht? Man muss 7 Veteranen Bandenchefs gekillt haben, damit der Interesse an einer entwickelt. Aha. Kleine Ego ist ein sauer. Ja? Ja, genau. Schneller. Ja, der gibt sich halt nicht mit irgendwelchen Opfern ab. Oh, mein Inventar ist voll. Würde mir nie passieren. Du siehst zum Glück nicht mein Bildschirm. Ich war die ganze Zeit schon am Aufräumen. So. So, die Truhe nochmal. Was ist das da in der Mitte? Ja, was ist das? Ach, das hier, das. In der Mitte ist hier. Das. Ja. Mensch, was war das? So, genau hier rein. Welcher Gott fehlt? Also ich bin drinne. Ist klar, ja, genau. Also ich bin drinne. Dann kannst du hier die Truhen. Lotto, Mensch. Fiel mir jetzt gerade nicht so. Wie bist du reingekommen? Ja, irgendwer hat es aufgemacht. Genau. Also okay. Jemand, der alles abgeschlossen hat. Ah. Wir haben das erste Herz aber nicht gemacht. Ja. Dann können wir das nicht. Aber okay. Am Ende der Story, glaube ich, können wir sowieso. Aber wenn jetzt einer reingeht, dann sollten wir das auch tun. Jetzt können wir reingehen. Okay, ich komme. Schnell. Jetzt kann ich eine andere Truhe. Du kannst... So, jetzt bin ich hier drin.
Und man kann immer noch eine Truhe normalerweise nachts kaufen. Genau. Eine kannst du noch, also zwei, also einmal eine öffnen, einmal ansprechen und dann kannst du nochmal öffnen. Und du kannst eben sehr viele orianische Perlen kriegen oder auch nur zwei. So, wie kommen wir hier nochmal raus? Ein paar mehr. Einfach mit ihr schnacken und die schickt dann nach oben. Jo, ja. Fällt mir, danke, nein. Könnt ihr mich bitte Loch befreien, okay. So, kurz, aber bevor wir in Instanz gehen, will ich Inventar ein bisschen aufgeräumt haben. Mhm. Ganz blöden, wertlosen Siegel wegschmeißen. Was hier? Händler. Kannst verkaufen. Nicht wegschmeißen. Ja, das Kupfer. Ja, das sind Portkosten. Ja, gut, das stimmt schon wieder. Wenn der schon da ist, dann auch der Rest. Ich habe hier das hier bekommen. Warte mal, poste ich mal einen Gruppenchat. Ist das wichtig? Das ist von dem Event da bei Dwayner. Das Müll. So. Gut. Dann. Ihr beide seid auch bereit? Ja. Ja. Dann auf in die Instanz. Scheiße, ja, für eine Niete. Das magische Netzwerk ist freigegeben. Ich sollte ja, anderthalb Gold für eine Niete, genau. Des Abaddon vorzudringen. War bei mir auch so. Da waren wir schon. So, hier kann ein bisschen Damage nicht schaden, also ein bisschen Food. Hallo? Oder so. Wie kann ich eine, ja, Verbindung herstellen? Kommandeur, könnt ihr mich hören? Ich höre euch. Ich bin im Reliquiar des Abaddon. Äußerst gruselig. Wir sind unterwegs. Fangt nicht ohne mich an. Zu spät. Ich bin drin. An diesem Ort hat der Zahn der Zeit genagt. Bitte nichts anfassen. Wir doch nicht. Los, komm, hier, fass den an. Also genau. Erstmal. Ist egal, wen du anfasst. Nein, wir haben es nur angeguckt. Das nicht. Er macht dich schon wieder blind, ey. Das soll ein Kampf sein? Welch ein Witz. Du, worauf die beiden, Soldat? So. Sehr schön. Da ist jetzt ein Schutz. Er ist noch recht neu. Es ist Feuermagie. Keine Magie der Mossad. Göttermagie. Wenn der letzte Aspekt hier ist, ist Balthasar hier gewesen. Hauptmann, bleibt hier und bewacht das Portal. Sollte sonst jemand versuchen, es zu verwenden, müsst ihr es sofort schließen. Ein Mikro. Verstanden? Ja, das war ich jetzt. Ja, ja. Ich werde versuchen, uns den Durchgang durch diese Tür zu ermöglichen. Was hat die da hinten für eine Kiste drauf? Haben. Will ich haben. Meine. Ja, Krisse. Super. Sie stirbt also. Noch besser. Aber alle jenen, die sich uns in den Weg so. Hier gibt's einen Erfolg. Feuer. Ja. Und nicht so wenig. Ich werde dich, wenn man nicht getroffen wird. Wenn du von den Feuerfeldern nicht getroffen wirst. Du wirst aber langsamer, wenn du rüberläufst. Könnt ihr es löschen?
Ich kann musst du machen. Aber es ist Göttermagie. Schaut doch einmal, ob ihr einen Weg hindurch findet. Nee, kann man zusammen machen. Echt? Ja. So. Energiequelle. Ach so, die muss man dann auch noch zurückbringen. Ja. Okay. Ich hoffe, das zählt jetzt nicht gegen mich, dass mein Tiergefährte hier Schaden genommen hat. Das kann sein, dass das gegen dich steht. Ist er passiv gestellt? Oh, was ist das denn? Jetzt gehen ja alle an. Okay, da habe ich jetzt Schaden bekommen. Das ist... Ja. Oh. Die machen auch richtig viel Schaden, da muss man die machen richtig gucken. Schaden, ey. Okay, nächste Energiequelle. Ach, eigentlich noch bei Sascha, okay. Okay, jetzt wird's aber so richtig heiß. Ja. Ah, ich lieg ungünstig. Ja, tust du. Ich krieg die Energiequelle nicht gepackt. Es gibt auch keine andere noch, ne? Wir brauchen die. Ja, ja, aber ich fange immer an, ihn zu retzen. Also ja. Retze ich ihn jetzt. Moment, vielleicht kann ich da gleich helfen, Moment. Nee, du nicht, weil du brauchst ja den. Nee, er hat eh schon Feuerschaden. Ist schon zu spät. Ach so, okay. Als sich dann das Muster geändert hat. Ja, ich hätte warten müssen, bis er drüben ist. So. Danke euch. So, jetzt mal schnapp sie dir. Ah, da ist die. Okay. Ich qualme. Und es werde Licht. Anscheinend habt ihr es geschafft. Leben eure Augenbrauen. Sie mussten sowieso wieder einmal gezupft werden. Geht weiter. Ich frage mich, ob das auch ein männlicher Charakter gesagt hätte. Geheimnisse innerhalb von Geheimnissen. Typisch Abaddon. Ich kann mich um Balthasars Schutz kümmern, aber die Tür wird noch von etwas anderem versperrt. Schaut euch um. Das machen wir, aber erst in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.